Lieben und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, zuerst möchte ich sagen, dass ich weiß, ich habe mich jetzt längere Zeit nicht mehr gemeldet. Also ich glaube, eine Woche ist es jetzt, aber ein bisschen drüber. Und ich habe schon Anfragen von euch gekriegt, ja, wann kommt der nächste Podcast? Ich war ziemlich beschäftigt und ja, deswegen kam ich nicht dazu. Ich weiß, das ist ja, ein bisschen eine schwache Ausrede, aber ja, so war es halt und ich hatte den Kopf einfach woanders und musste mich um andere Sachen kümmern. Aber jetzt ist es wieder soweit, jetzt bin ich entspannter und jetzt kann ich mit unserem Podcast fortfahren und ich wollte mich wieder bei euch melden. In den letzten Folgen haben wir uns mit dem Thema Karma beschäftigt. Wir haben ein paar Beispiele benannt, besprochen. Und ja, daraufhin habe ich viele Nachrichten bekommen, Feedback auch von Menschen, die sagen, ja, dass sie hatten ähnliche Situationen erlebt oder erleben gerade. Und ja, das ist ein interessantes Thema. Deswegen möchte ich heute weiter mit dem Thema Karma fortfahren und ein anderes Beispiel nennen oder besprechen, das auch sehr viele Menschen beschäftigt. Also heute beschäftigen wir uns mit dem Beziehungskarma. Das heißt, das ist auch so ein Klassiker und betrifft fast ja, alle Menschen mehr oder weniger. Manchen ist es mehr bewusst, anderen weniger. Aber wir nehmen jetzt so ein klassisches Beispiel, eine Beziehung. Also eine Beziehung sind zwei Menschen zusammen und ja, sie verlieben sich ineinander, gründen Familie und sind zusammen. Und nicht viele Menschen fragen sich, ja, warum ist es gerade diese Person? Es gibt so viele Menschen und manchmal sind die Begegnungen so ganz, ja, strange oder wirklich so unerwartet. Man denkt, ja, der eine fährt irgendwo Urlaub und am anderen Ende der Welt lernt jemanden kennen und verliebt sich und dann entstehen Beziehungen. Oder andere Beziehungen sind schon so, dass man sich ja, in der Schule kennenlernt und führt da eine Beziehung und ist die ganze Zeit mit der Person zusammen, glücklich oder unglücklich, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, dass diese Begegnungen fast niemals zufällig sind. Also Zufälle gibt es grundsätzlich nicht, aber gerade was Beziehungen betrifft, dann geht es oft um karmische Themen. Also auch hier treffen sich die Seelen nicht zufällig, sondern sie wollen miteinander etwas auflösen oder sich gemeinsam weiterentwickeln oder zusammen wachsen. Und diese Beziehungen werden oft schon im Jenseits vereinbart. Das heißt, jeder Mensch, wenn er gestorben ist, hat ein Leben gelebt und dann befindet er sich im Jenseits. Manche sind länger im Jenseits, manche sind kürzer, manche inkarnieren sofort zurück. Manche lassen sich da 100 Jahre Zeit, 200 Jahre Zeit. Die Zeit ist im Jenseits sowieso anders. Aber es gibt auch im Jenseits Zeit, weil dort auch die Polarität herrscht. Deswegen, da wo Polarität ist, da gibt es auch definitiv Zeit. Aber es läuft anders, andere Wahrnehmung. Und diese Seelen besprechen sich oder verabreden sich und sie planen gemeinsam ihre nächsten Inkarnationen, also eine Inkarnation zumindest. Oft sind das Seelen zum Beispiel, die in dem vergangenen Leben zusammen was zu tun hatten, haben was gemeinsam erlebt, erfahren. Das kann etwas Schönes gewesen sein oder Unschönes. Vielleicht hat der eine dem anderen etwas angetan. Oder sie haben zusammen gelebt und haben eine Erfahrung nicht zu Ende gebracht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann treffen sich die Seelen, diese Seelen, um die Erfahrung zu Ende zu bringen. So wie wir besprochen haben, was ist Karma? Etwas, was nicht zu Ende gebracht worden ist. Und, oder sie wollen etwas ausgleichen energetisch. Und da geht es um die klassischen Rollen vom Täter und Opfer. Und deswegen treffen sie sich dann im Jenseits und sagen, okay, wir planen jetzt eine Inkarnation zusammen, eine Erfahrung. Und genau, und dann geschieht das auch so. Natürlich, wenn wir geboren werden, vergessen wir das alles. Also wir können uns daran nicht mehr erinnern, die meisten von uns. Inzwischen gibt es immer mehr Kinder, die geboren werden, Indigo-Kinder,
die sich an die vergangenen Inkarnationen ganz normal und natürlich erinnern können und die wissen das auch. Aber die meisten von uns können in unserem Tagesbewusstsein auf diese Informationen nicht zugreifen. Das heißt aber nicht, dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, das zu erfahren. Wir können das erfahren und alles erkennen. Ich arbeite zum Beispiel mit der Reinkarnationstherapie und das ist die Arbeit, bei der ich konkret eben mit meinen Klienten karmische Themen bearbeite. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie Menschen Zugang dazu bekommen können. Ja? Ich kann natürlich davon sprechen, was ich mache. Aber wichtig zu wissen ist, dass unsere Beziehungen niemals zufällig sind. Und wenn wir uns jetzt treffen, wir wissen das alle, manche Beziehungen laufen gut, Menschen sind glücklich zusammen, führen eine erfüllte Beziehung und andere Beziehungen gehen dann irgendwann kaputt. Man trennt sich manchmal im Guten, manchmal im Bösen. Und ja, dann gibt es natürlich solche Situationen, wo man dem anderen Partner Vorwürfe macht, irgendwie sauer auf ihn ist, enttäuscht, traurig und man trägt dann so eine negative Energie mit sich rum. Aber das passiert nur, wenn wir es nicht verstehen, warum es zu solcher Erfahrung gekommen ist. Und das kann zig verschiedene Ursachen haben, definitiv. Aber es ist auch sehr empfehlenswert und hilfreich, dahin zu schauen und sich zu fragen, vielleicht ist es karmisch. Vielleicht habe ich mit der Seele etwas zu tun, muss ich etwas auflösen, etwas ausgleichen, die Energien balancieren, damit ich mich weiterentwickeln kann. Solange ich das nicht mache, komme ich nicht weiter mit meiner persönlichen Entwicklung. Und wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, wenn man diese Weisheit hat, dieses Wissen, dann wird man auch ganz anders die Partnerschaft sehen und vor allem die geliebte Person, mit der man zusammen ist, den Partner, und wird auch ganz anderen Blick darauf haben, weil man wird vielleicht sagen, okay, was hat das mit mir zu tun? Warum ist mir diese Person begegnet? Warum habe ich diese Erfahrung mit ihr gemacht, die ich gemacht habe? Und wie geht es weiter? Wenn die Menschen darüber nachdenken würden oder das Wissen hätten, dann würden sie sich so viel Leid ersparen und so viel Gesundheit, Nerven und alles, dass das Leben viel einfacher wäre. Aber wenn wir das Wissen nicht haben, dann fühlen wir uns gerne als Opfer und sagen, er hat mir das angetan, er hat mich betrogen. Er hat, was weiß ich, mich irgendwie alleine gelassen, vernachlässigt und so weiter. Wir kennen die ganzen Stories, diese ganzen Muster. Aber wenn wir uns fragen, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht will mir das helfen in meiner persönlichen Entwicklung, diese Erfahrung. Vielleicht gleiche ich gerade etwas aus, was ich mit der Seele zu tun habe. Und dann würde man die Situation ganz anders betrachten, viel leichter das alles verkraften. Und auch wenn beide Personen diese Erkenntnisse gewinnen, wenn beide Personen das verstehen, dann würde das Leben für viele Menschen viel leichter werden. Und da gibt es doch so viele Tragödien in den Familien, in den Beziehungen, wo Menschen sich gegenseitig beschuldigen, wo Menschen so ein Wut und Hass aufeinander tragen und hinterher auch mit sich in ihrem Herzen tragen, können nicht verzeihen. Das ist alles, muss alles nicht sein. Das ist alles überflüssig, weil wenn man verstehen würde, dass es kein Zufall ist und wenn man versuchen würde, wirklich zu verstehen, warum erfahre ich das gerade, was hat das mit mir zu tun, dann würde man viel leichter weitergehen im Leben, könnte viel leichter loslassen und sich auf sich selbst fokussieren und das Leben einfach genießen. Aber wenn man das nicht hat, ja, dann kann man sich das Leben schon schwer machen. Ist auch gut, darf auch sein. Alles darf sein. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu ändern. Und das liegt an jedem selbst. Wenn man das will, kann man das machen, kann man hinschauen, kann man sich damit beschäftigen. Es reicht schon als erster Schritt, dass man überhaupt sowas für möglich hält. Weil die meisten Menschen haben sich noch nie gefragt, vielleicht, ja,
Gibt es Karma? Hab ich denn, ist meine Beziehung karmisch? Was hat das mit mir zu tun? Warum gerade diese Person? Und warum verläuft meine Beziehung so, wie sie verläuft? Warum treffe ich wieder auf eine Person, die mir das Gleiche spiegelt in mir? Ja, das sind so Themen, die uns eigentlich helfen sollen. Diese Personen sind unsere Helfer, weil sie helfen, uns bewusster zu werden. Und je bewusster wir werden, desto schneller können wir uns weiterentwickeln. Also ihr seht, dieses Thema ist sehr, ja, tiefgründig. Man kann darüber sehr viel sprechen. Ich möchte jetzt nicht zu lange darüber sprechen. Ich wollte noch den Impuls schicken und geben. Und wenn du dich vielleicht gerade in einer Situation befindest, wo du sagst, auch meine Beziehung ist nicht so optimal und gerade habe ich Stress und habe dies und das, dann versuch dich vielleicht so ein bisschen zurückzuziehen und dich zu fragen, warum passiert mir das? Hat das mit mir auch zu tun? Was will mir das sagen? Und wenn du dein Bewusstsein schon dahin richtest und dich bewusst fragst, dann wirst du schon die ersten Impulse bekommen, weil deine Seele hört dich, deine Seele weiß alles über dich. Und wenn du die Bereitschaft zeigst, dann wirst du auch die Informationen bekommen. Wer natürlich tiefer einsteigen möchte und konkret seine Themen auflösen möchte, verstehen möchte, dann muss er natürlich schon tiefer gehen und an sich arbeiten. Und dazu gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ich als Reinkarnationstherapeutin kann natürlich meine Arbeit anbieten, weil das ist das, was ich verstehe und wo ich das so oft bei meinen Klienten erkenne und sehe, dass wenn die Menschen ihr Karma auflösen, dann leben sie viel leichter. Dann haben sie die Erfahrung zu Ende gebracht. Sie kann gehen und man kann sich auf was Neues fokussieren, den nächsten Schritt machen und einfach das Leben genießen und besser gestalten, sodass man es leichter hat und man tut sich nicht selbst das Leben so schwer. Man macht sich das Leben nicht so schwer, sondern man versteht vieles mehr. Okay, meine Lieben, das war jetzt der Impuls für heute. Heute ist Freitag. Wir haben vor uns ein langes Wochenende. Viele von euch werden wahrscheinlich verreisen, viele von euch werden die Zeit mit euren Liebsten verbringen, mit euren Partnern, mit euren Freunden. Und vielleicht wäre das auch ein Thema, um sich gemeinsam zu unterhalten, sich gemeinsam zu inspirieren und sich zu fragen oder den Partner zu fragen, glaubst du daran, dass wir vielleicht etwas Karmisches miteinander haben? Das kann auch Schönes, etwas Schönes sein. Es muss nicht immer problematisch sein. Es gibt Beziehungen, die wunderschön sind, wo die Menschen sehr glücklich miteinander sind, wo sie wirklich eine erfüllte Partnerschaft führen. Und das ist genauso karmisch. Karma ist nicht immer nur das Negative, nur die Menschen verbinden das immer mit etwas ja, Negativem. Darüber habe ich schon gesprochen, das habe ich schon erklärt. Ich brauche mich jetzt nicht zu wiederholen. Aber wie gesagt, es kann wirklich zu einem schönen, inspirierenden Gespräch führen und sich was Schönes daraus entfalten. Also wenn du das möchtest, dann lass dich darauf ein, auf dieses Abenteuer. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch alles Gute. Genießt die Zeit, genießt das schöne Wetter, die Sonne, geht in die Natur, verbindet euch mit der Natur, lasst es euch gut gehen und genießt die Zeit. Und ich melde mich bald wieder bei Fragen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Einfach mir schreiben oder Nachricht hinterlassen. Und ja, ich freue mich drauf. Also, bis dann, eure Agatha. Tschüss.